Klaus Frick, hallo. Ja. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Den Heftehaufen lesen, man glaubt es kaum, auch tatsächlich Leute, die wenig über Peri Rodan wissen. Wer bei Peri Rodan aktiv ist, kennt dich. Erzähl uns kurz trotzdem in 3 Sätzen, wer du bist. 3 Sätze? Ja, oder 5. Also mein Name ist Klaus Frick. Ich bin im Schwarzwald geboren, in einem kleinen Dorf bei Freudenstadt und bin tatsächlich im Schwarzwald aufgewachsen. Das klingt jetzt ganz fürchterlich hinterwäldlerisch. Es ist auch mitten im Wald, insofern stimmt es komplett. Und als Jugendlicher im Schwarzwald blieb mir offenbar nicht viel anderes übrig, als meine Zeit damit zu verschwenden, Heftromane zu lesen. Und diese Heftromane waren relativ schnell Peri Rodan-Romane und so begann ich wie ein Besessener in meiner Jugend Peri Rodan zu lesen. Ich habe dann auch angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, habe ein Fanzine gemacht, einen Konf veranstaltet, wie man das halt so macht in den 80er Jahren. Ja, und irgendwann fragte mich der damalige Chefredakteur, 1992 war das, ob ich nicht sein Nachfolger werden wollte als Chefredakteur. Das war es eigentlich. Das war es, im Groben. Ja, im Groben. Die Faszination eines Landeis für Heftromane kann ich vollkommen nachvollziehen. Das hat sich ja nicht gelegt, als ich in die große Weltstadt Karlsruhe gezogen bin. Ich beschäftige mich ja immer noch mit Heftromanen. Okay. Du hast uns eben ein bisschen was von deiner Arbeit erzählt. Du bist Chefredakteur bei Peri Rodan. Du hast jetzt deinen aktuellen Roman Das blutende Land geschrieben. Du machst Schreibkurse an der Bundesakademie. Du bist also quasi Multiberufler. Gibt es einen Lieblingsberuf für dich oder brauchst du all diese Berufe zum Überleben? Also am liebsten erzähle ich Geschichten. Das ist tatsächlich, also was ich nicht gerne mache, das sind die Dinge, die halt zum Chefredakteursdasein dazugehören. Diskussionen mit der Geschäftsführung, mit dem Controlling, mit dem Vertrieb, Zahlen, Kostenstellen, all diese Dinge, die sind natürlich alle wichtig, aber die mache ich tatsächlich nicht gern. Was ich am liebsten mache, sind Geschichten erzählen. Und Geschichten erzählen kann jetzt sein, dass ich mit den Exposé-Autoren oder den Autoren der einzelnen Romane zusammenarbeite oder dass ich meine eigenen Geschichten schreibe und sie damit erzähle. Aber ich glaube, das ist nach wie vor das, was mich am meisten anspricht und was mir am meisten Spaß macht, das Erzählen von Stories. Das Erzählen von Stories. Erzähl uns kurz was zum blutenden Land. Also es ist mein eigener Roman in einer Welt, die ich mir selbst ausgedacht habe, hat nichts mit Peri Rodan zu tun. Es ist also eine Fantasy-Geschichte. Das blutende Land ist ein Landstrich in der sogenannten Inselwelt, so heißt der Bereich dieses Planeten, auf dem die Geschichte spielt. Und dieser Landstrich nennt sich Patloren. Und in diesem Land Patloren gibt es verborgen unter der Oberfläche der Welt gibt's quasi die alte Magie, während im Rest der Welt die Magie ausgestorben ist. Und es beginnt gewissermaßen in dieser Zeit, während die politischen Verhältnisse sich zuspitzen, beginnt ein Wettlauf auf die letzten Reste der Magie, die es unter der Oberfläche von Patloren gibt. Tja, und als sie an denen herumbohren, unter anderem ein Zauberer ist da am Werk, ein junger Bauernsohn und so weiter, und als an dieser Magie herumgebohrt wird, geht ziemlich viel schief und dann fängt das Land ziemlich an zu bluten. Ich habe bei meiner Lektüre vom Blutenden Land gesehen, das ist der Nachfolger, aber eigentlich das Prequel. Können wir uns auf weitere Romane in dieser Welt freuen? Hast du da was in der Pipeline? Also wenn ja, es ist eine Frage der Zeit natürlich auch, aber wenn der Verlag sagt, er möchte nochmal einen Roman haben, das in dieser Welt spielt, dann schreibe ich gerne einen weiteren Teil. Eine Fortsetzung wäre es nicht, sondern es wäre wieder ein in sich abgeschlossenes Werk mit einer der, es sind ja eigentlich 4 Hauptpersonen, mit einer der 4 Hauptpersonen dieses Buches. Das fände ich persönlich großartig. Zum Abschluss, wir reden jetzt auch schon wieder fast 4 Minuten. Lüftest du das größte Geheimnis der deutschen Science-Fiction-Szene? Wofür steht das Endpunkt in Endpunkt? Es ist natürlich nicht der Nikolaus, wie gerne kolportiert. Wie Nikolaus und die Chaos-Kläuse. Genau. Nee, es ist auch nicht Natriumhydrogencarbonat. Es ist auch nicht niemand und nichts. Es ist einfach Norbert. Klaus Frick, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke auch für die Fragen. Ja.